Er ist ein kleiner Eisbär. Eisbär! Die Sellen wird operiert. Nächstes Jahr. Also ich bin total begeistert. Dieses System ist total bekannt. Sehr, sehr lecker. Guten Morgen, meine Lieben. Die Sellen ist fertig. Guten Morgen, mein Schatz. Denn sie geht mit dem Idi gleich zum Arzt wegen ihrer Nase. Und ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Geh, mein Schatz. Sie freut sich, sie muss nicht in den Kindergarten. Mama, du wolltest schon immer kaufen. Ich weiß. Das Ding hast du jetzt gekauft. Richtig. Schmeckt dir das Brot? Ja. Super. Bist du aufgeregt? Ja. Also Selin und Idris gehen jetzt. Die Selin fährt. Der Idris guckt. Hast du deinen Schal noch an, ja, oder? Selin? Ja. Okay. Mhm. Ja, mein Schatz. Bitte schön, mein Schatz. Mach vielleicht die Jacke zu, Selin. Mach deine Jacke zu. So, also wir bleiben in Kontakt, ja? Ich beeile mich mit meiner Arbeit. So, ich bin direkt am PC. So, meine Lieben, mein PC ist die ganze Zeit am Abstürzen. Deshalb sitze ich seit Stunden dran und wollte euch zeigen, also der Idris ist mittlerweile zu Hause wieder angekommen und der Gianni hat, ja, sich umgezogen. Er ist ein kleiner Eisbär. Eisbär! Und die Selin wird operiert. Nächstes Jahr. Denn sie kriegt so schlechte Luft, dass sie nicht mal schlafen kann. Okay, Selin? Du schläfst auch ganz schlecht, meine Maus. Ist jetzt gerade vertieft? Oh, das Essen sieht so lecker aus, Baba. Danke schön, Schatz. Baba, wo ist das Hirnigel? In der Schule und dann tanzen. Wir haben ein Problem. Was denn das Essen schon fertig? Du hast gleich viel. Mhm. Heute ist das Essen, dass wir den Essen nochmal warm machen müssen. Mhm. Macht nichts. Können wir machen. Ja. Und was war da? Nuttenbild. Die beiden sind ein Herz und eine Seele. Das ist so schön anzusehen. Schmeckt es lecker? Ja. Hat der Baba wirklich gut gemacht. Habt ihr toll eingekauft. Aber da, wo wir das gekauft haben. Ja. Ja, nach Fisch. Das ist nicht unbedingt der Geruch für Kinder. Ja, dann für Erwachsene. Sogar wir finden das nicht so gerade prickelnd. Allerdings. Beziehungsweise hoffe ich doch. Mama, ja? Wie du mit deinem Zucker so ehrlich? Ja, nur an der Wand gehst. Wenn du richtig gehst, dann auch wieder Spinne. Mhm. Die Sonne scheint voll schön. Und ja, wir setzen uns jetzt als eine kleine Familie hin und essen gemeinsam. Die Kinder haben zwar schon, aber so ein bisschen. Doch, doch. Du magst gar nichts? Nein, Gianni, so ein bisschen was geht immer. Ich warte einmal. Ist du eigentlich? Nein. Okay, dann darfst du nicht fahren. Geh, Baba. Doch. Aber dann. Salz kannst du es auch noch bringen. Danke, Mira, du meine. So, ich war fleißig. Es ist noch nicht richtig befestigt, denn ich habe es gemacht. Man muss es kleben und ich war mir nicht sicher, ob es so
funktioniert oder nicht. Und ja, es hat super geklappt. Die Kinder fanden es aber so toll. Ja, das wird gleich weggemacht. Also ich bin total begeistert. Dieses System ist total bekannt. Jedes Zahnfenster hat es. Aber ja, ich wusste nicht, wie man es richtig dran macht. Nee, noch könnt ihr damit nicht spielen, weil ich muss das noch dran kleben. Johnny! Also das muss ich erneuern. Wollte ich ja zum letzten Mal kaufen. Der Igel wollte den Baumarkt anholen und es war so teuer. Und ja, ich hole nochmal das gleiche bei Ikea. Ich habe es nur nicht gefunden gehabt bei Ikea. Und jetzt weiß ich, wo es aber ist. Okay, also ich lüfte auch überall, denn das Haus riecht, als hätten wir hier eine Fischfarm. Das ist etwas streng gerade. Meine Güte, bekomme ich den Geruch hier raus. Es riecht immer noch alles nach Fisch. Die Kinder baden jetzt noch. Ich muss gleich den Idris wecken. Der hat sich nämlich kurz hingelegt. Die großen Mädels kommen und ich habe mich eingetragen bei der Isel zum Backen. Ich habe mich schon gewundert, weshalb so wenig Eltern mitmachen. Denn es wollte so gut wie gar keiner mitmachen. Scheinbar darf der Helfer alles mitbringen. Die ganzen, den Teig, Aufstechformen. Ja, jetzt muss ich schnell zu Penny und die Sachen holen, denn ich habe nicht so viel Butter. Ich habe eigentlich gar keine Butter da. Okay, also ich sag den Idris Bescheid. Die Mädels kommen auch gleich. Soweit alles geholt. Ich bin, ja, eigentlich war der Plan so fertig, à la Bad Moms zu holen. Das heißt, so fertig. Und was passiert? Wir backen mit den Kindern gemeinsam. Eigentlich irgendwie logisch, dass man es nicht nur aussticht, aber ich kann mich erinnern, dass wir einmal bei der Achille auf jeden Fall schon bereits einen fertigen Teig mitbringen sollten. Und das habe ich scheinbar verwechselt. Hallo Schatzi, sind deine Geschwister da? Mama, ich habe meine Hand gegeben. Wo warst du, Mama? Ich war bei Penny. Nee. Aber... Schokolade. Ja, ich musste was... Für morgen holen. Du hast ja schon deine neue Hose an. Mama, ich hab meine. Stunden später kommt Patricia wieder zum Drehen. Der Jan hat nämlich den Einkauf gesehen und hat gefragt, was ich mache. Und ich so, ich habe einen Einkauf gemacht wegen den Keksen für morgen. Und natürlich musste ich dann Kekse backen. Aber das habe ich sehr gerne gemacht, denn so konnte ich auch mal jetzt testen, ob Achilia. Ja. Okay. Das ist wirklich komisch. Ja, ich muss halt duschen. Ja. Diese Haare. Schock. Übertoll. Die konnte ja auch, du hast so schöne Haare. Ja, deine Haare sind nach meinen. Also, du hast meine Haare. Zwar wenig, aber dafür glatt und unproblematisch. Und Kerle habe ich gemacht. Sehr, sehr lecker. Die Kinder wollten noch ein bisschen mehr davon machen, also von der Glasur, aber ich brauche das für den. Für die Schule und wir haben hier Schokomänner, die leider irgendwie nicht gegessen werden. Die sind alle nicht für die Schule. Ich sag, welche für die Schule sind. Nee, die sind alle nicht für die Schule. In der Schule werden wir neu backen. Der Johnny hat sich wieder Essen gemacht. Das ist so goldig. Ich komme hier einfach nicht weg. Ich dachte, Tomatensoße hast du gemacht. Ich wollte hier erstmal alles sauber machen und mich dann bei euch melden. Nein, was nach unten? Wozu? So, meine Lieben, ich habe einen Streit mit dem John. Ich wollte seine Zähne putzen und er hat alles gemacht, damit ich es nicht tue. Es sah schon wieder fast aus, als hätte ich ihn geschlagen. Wirklich, ich musste ihn hier festhalten, da festhalten. Hier versucht die Zahnbürste in den Mund zu machen, dass ich die Zähne putzen kann. Naja, auf jeden Fall habe ich hier soweit alles sauber gemacht. Auch die Küche. Sieht ganz hübsch aus. Das muss der Idris reparieren. Die ist ja schon etwas älter und die Schrauben sind nicht mehr so. Also das ist ziemlich viel Druck, wenn man das auf und zu macht. Und ja, das hat die Schraube nicht mehr mitgemacht. Und was ich zeigen wollte, ich habe hier jetzt etwas halt geputzt. Gleich dran. Das habe ich euch ja gezeigt. Ich habe hier die Zahnbürsten, hier die Zahnpasta. Und das habe ich aufgehangen. Das muss noch neu. Ich weiß nicht, habe ich das gezeigt? Und den Spiegel habe ich gekauft bei TK Maxx und auch die zwei Sachen. Ja, und dieses Rollo kann ich euch verlinken. Das ist nämlich von, ja, das ist von Amazon. Wir haben uns wieder verkleidet. Okay.
jetzt, weil er, ich habe ihm gesagt, ohne dass er die Zähne von mir nicht putzen lässt, werde ich nicht mit ihm kuscheln. Und jetzt hat er Angst. Wir kuscheln sofort. Ich will nur, bevor ich vergesse, Handschuhe einpacken, damit ich morgen den Teig kneten kann. Am besten, ich verabschiede mich jetzt, weil wir gehen jetzt sofort auch schlafen. Aus diesem Grund wünsche ich euch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen.